Ich liebe es darum, eine Bayern zu sein, weil man sich selber verwirklichen kann. Man kann aus dem Hof so viel rausholen, was einen auch selbst widerspiegelt. Das finde ich ganz, ganz schön, dass man es auch kann. Bäuerin sein ist eigentlich ganz ein toller Beruf, weil als Bäuerin hat man schon viele Möglichkeiten, sich zu entfalten. Man ist sein eigener Herr bzw. seine eigene Frau. Und ich muss sagen, das Leben am Hof, es ist eben auch der Arbeitsplatz am Hof. Er ist so facettenreich und irgendwo gibt man auch ein großes Gefühl an Freiheit, einfach an Selbstbestimmtheit. Das ganz Besondere auf einem Bauernhof aufzuwachsen ist sicher, wir sind ein Haufen Kinder gewesen. Unser Leben hat sich eigentlich in der Natur gespielt. Also an Bäuerinnen sein liebe ich einfach in der freien Natur zu sein, zu arbeiten, je nach Jahreszeiten und von und mit der Natur zu leben und zu arbeiten. Ich bin ganz der Überzeugung, dass die Bäuerinnen das zu Lebzeiten tun, was das Wichtigste und Richtigste ist, was es gibt. Denn ich denke, sie scheuen keine Mühe, keine Arbeit. Sie setzen sich ein für Werte, Bräuche. Sie machen Bräuche lebendig. Bräuche sind zum Brauchen da. Und Paul Kröh hat eine unglaubliche Gabe, ein Talent. Er sieht Dinge, die wir nicht sehen. Und er sieht den Moment, das fühlt er. Und alleine schon, dass er es fühlt und im Herzen trägt, ist er in der Lage, das auch durch die Kamera zu vermitteln. I think I'm still a fashion photographer. So I'm always in search for beauty. So, and that's the way I look at the animals. My idea that the portrait together must be a picture with full of love. Das Braunf begeistert mich einfach. Klarerweise auch der umgängliche Charakter mich motiviert, Braunf für Prinzessin zu werden. Und ich bin auch ganz froh, dass ich jetzt das Amt ausüben darf. Die Tiere geben eigentlich viel zurück. Man braucht eigentlich nicht so viel Zeitaufwand bei einem Tier wie zum Beispiel bei einem Hund. Der kommt allem für sich ausziehen selber her. Und auch allem macht es Freude, wenn man heimkommt. Dann kann man wieder bei den Menschen nicht allem so sagen. Und als junges Mädchen habe ich mir selber ein Pferd gekauft, den ersten Haflinger. Und es war für mich eigentlich immer schon klar, es muss ein Haflinger sein. Ich bin bis heute damit zufrieden und würde mit keinem anderen Pferd tauschen. Ich habe selber Schaf und Lampler und Zwergkäsler. Also, wenn man fein mit sie ist, dann sind sie auch fein mit tun. Und dann ist es schön, wenn man einmal einen letzten Tag hat und nachher schlägt uns so eine Kuh mal komplett über den Gesicht. Nachher muss man echt wieder lachen und denkt, ach, es gibt schon ihre, die einen gern haben und wissen vielleicht auch ein bisschen zu schätzen, was wir jeden Tag tun für sie. Wir verarbeiten einheimische Bergschafwolle. Den Kreislauf, den was wir haben und die Wertschöpfung, die was wir bei uns im Land lassen, finde ich einfach wahnsinnig wertvoll. Und ich brenne auch richtig dafür, wenn ich heim die Schafler auf unsere Weiden sehen kann und weiß, ah, genau die Wolle werde ich jetzt im Frühling oder im Herbst kriegen. Und das finde ich einfach so schön und so toll. Für mich bedeutet Tradition Generationen, sowohl in Bezug auf die Familie. Mit uns am Hof lebt noch unsere Uroma mit 92 Jahren, noch eben der Schwiegervater. Und auch mit den Kindern, da sind wir mehrere Generationen unter dem gleichen Haus. Von den älteren Generationen werden wir beraten, wie es früher getan worden ist und wie wir uns leichter gehen könnten. Und das ergänzt sich noch so im Alltag und im Leben. Die Tradition wird sehr groß geschrieben, speziell bei uns in Südtirol. Da, ich habe die Tradition durch meine Eltern sehr mitgekriegt, die sehr
traditionell eingestellt worden durch die Musikkapelle, durch die Vereine, durch Chor und Tradition. Ja, das gibt mir schon sehr viel. Es gibt eigentlich einen Halt im Leben. Ich finde, dass da die Tradition und der Ursprung schon auch wichtig sein. Wir zogen einmal die Trachten, wo es sonntags auch in Kirchen angelegt sein, die Prozessionen oder auch die Albenabtriebe, was eigentlich heutzutage auch noch ziemlich präsent ist und auch nie vergessen geworden ist. Tradition, wie wir auch sind im Bayerischen. Ich kann ja sagen, das Wort Tradition ist eigentlich, was man sich neu gehalten. Zum Beispiel, wie es ja früher sagst du zu einem Festtag, um es ja die Tracht, was sie heimtun, Anblick. Das muss wirklich sagen, die Jungen heim, die das sollen behalten auch neu. Die Traditionen weiterzuführen und beizubehalten, eigentlich bin ich sehr dafür. Bin ich ja, dass es weiter gepflegt wird, dass das in die Jungen weitergeben wird. Damit das alte Gut, kommt mir vor, das soll einfach erhalten bleiben. Dass das auch nicht vergessen wird und dass das eigentlich auch der Zusammenhalt für die Menschen ist.